Während wir hier sprachen, hat mich diese Eilmeldung erreicht. Es geht um den Ausfall vieler Fernverkehrszüge von Berlin Richtung Norden. Wegen Bränden an Kabelschächten gehen die Ermittler aber jetzt von einem politischen Motiv aus. Das teilte die Polizei soeben in Hamburg mit. Unter anderem hat das Feuer die Bahnstrecke Berlin-Hamburg lahmgelegt. Aber wir haben auch Meldungen, dass die Strecke nach Rostock momentan nicht funktioniert. Also fahren keine Fernverkehrszüge zwischen den Städten und auch Nahverkehrsverbindungen sind betroffen. Ja, Charlotte Allier ist für uns jetzt direkt am Berliner Hauptbahnhof. Die Meldungen, ja, alle noch ganz neu. Charlotte, was kannst du uns sagen? Welche Verbindungen funktionieren gar nicht mehr? Gibt es möglicherweise Umleitungen? Wie ist die Situation jetzt am Hauptbahnhof hier in der Hauptstadt? Ja, hier am Hauptbahnhof spürt man jetzt die Auswirkungen von den Brandanschlägen, die die Polizei vermutet. Gestern Nacht ist das bereits in Hamburg passiert. In Schächten der Deutschen Bahn sind 3 Brände gemeldet worden. Die Polizei ermittelt da jetzt. Es wird von politischen Taten ausgegangen. Genaue Details sind da aber noch nicht bekannt. Fest steht, dass jetzt zwischen Berlin und Hamburg gerade nicht mehr viel fährt. Normalerweise fährt jede Stunde ein Intercity-Express von hier nach Hamburg. Diese Züge fallen jetzt zu 2/3 aus. Also ich habe gerade mal meine Bahn-App gecheckt und kann sehen, dass es sehr schwierig wird, hier nach Hamburg zu kommen. Es fahren noch Züge nach Hamburg, aber eben nur noch selten. Und die werden dann umgeleitet über Uelzen, was schon mal eine Verspätung von mindestens 30 Minuten bedeutet. Und man muss sich natürlich auch vorstellen, dass alle Menschen, die sonst nach Hamburg fahren würden, sich jetzt nicht auf alle Züge verteilen, sondern eben alle versuchen, einen von diesen wenigen Zügen zu bekommen, der noch nach Hamburg fährt. Das heißt, es wird zu massiven, überlaufenden Zügen führen. Und nicht alle werden hier heute pünktlich nach Hamburg kommen, wenn sie überhaupt dort ankommen. Und die Bahn verspricht, jetzt auf Hochtouren daran zu arbeiten und vielleicht heute Abend mit Glück wieder die Verbindung normal freigeben zu können. Das Ganze passiert ja unmittelbar vor dem Wochenende. Die Anschläge möglicherweise politisch motiviert. Charlotte, danke dir für diese erste Einschätzung vor den Hauptbahnhof in Berlin.